Hallo, schönen guten Morgen. Dieses Video an alle, die sich fragen, ist Cannabis, Marihuana wirklich legal in Thailand? Ist es nicht nur medizinisch legalisiert worden? Darf man rauchen oder nur in einer Klinik konsumieren? Also ich bin jetzt hier in einem Kaffeehaus. Meine Kamera hat einen Defekt, deswegen diese psychedelische Optik. Nicht, dass euch wundert, warum das Bild so verschwommen ist. Die Kamera ist irgendwie kaputt. Auf jeden Fall sitze ich hier mit einem Eistee am Straßenrand in der Öffentlichkeit. Dieser Teil hier vom Grundstück gilt als Privatfläche von diesem Café aus, deswegen darf man hier rauchen. Ich darf jetzt nicht darüber gehen und einen Joint rauchen. Das wäre noch verboten mit einer Strafe von 25.000 Baht, das sind ca. 600-700 Euro Strafe und im schlimmsten Fall 3 Tage Gefängnis, aber hier im Privatbereich kann man auf jeden Fall ohne Probleme Cannabis konsumieren, am besten zusammen mit einer Mango. Also ich denke, hier ist ein und allemal auch die Frage geklärt, ob Cannabis jetzt wirklich legal ist in Thailand. Herzlich willkommen, falls ihr noch kein Urlaubsziel habt. Cannabis-Urlaub in Thailand ohne medizinischen Cannabis-Ausweis. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass man einen Ausweis braucht oder so, dass man dann zur Apotheke geht, sondern es gibt es einfach überall an jeder Ecke. Und mal kurz hier, das ist ein normales Kaffeehaus, jetzt kein Coffeeshop oder so. Noch Kinder hier und dann gibt es Weed an jeder Ecke, überall, in allen Formen. Und so eine Shop-Lizenz oder so bekommen Einheimische für, ich glaube, 300 Euro oder so, und die können dann ein Jahr lang legal Weed verkaufen. Also ganz anders als in Deutschland.